Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Rose Fröhlich, die Ernährungstante. Heute mit dem Thema echter Patientenfall. Warum muss ich essen, um abzunehmen? Das leuchtet ja vielen gar nicht unbedingt immer ein. Denkt dran, Antwort kommt, Plus weg, aber abschließend je nachdem, wo ihr mich auf den Kanälen seht. Also, echter Patientenfall. Patientin kam mit der Fragestellung, ob sie sozusagen immer genug essen muss. Also ist es wichtig, wirklich ausreichend zu essen, zum Beispiel 3, 4, 5 Mahlzeiten täglich? Und daraufhin gibt sie Antwort ja. Und nun die Erklärung, warum eigentlich? Wenn ich abnehmen will und die vorherige Methode, die derjenige ausprobiert hat, Defizit, 2 Mahlzeiten, lange Nüchternphasen, gar nichts essen, irgendwelche Diätformen nicht funktioniert haben, dann kann man nur das Gegenteil machen. Und das Gegenteil an der Stelle wäre Essen einbauen, wenn ich es vorher nicht gemacht habe. Und eigentlich ist die logische Erklärung dafür, ihr könnt euch immer Handwerker vorstellen, da weiß immer jeder, ja, wenn die auf dem Bau arbeiten, die dürfen ja alle viel essen. Also manchmal sitzen die auch nur auf dem Träger oder auf ihren Fahrzeugen. Von daher muss man immer so ein bisschen gucken, was macht derjenige. Aber der Bauarbeiter oder Handwerker ist immer ein gutes Beispiel für Energieverbrauch. Das heißt, am Ende ist das egal, wer wir sind, was wir machen, was wir tun. Wichtig ist, die Muskelzelle braucht Energie. Und der Körper, zum Beispiel das Gehirn, braucht Energie, um überhaupt die Organfunktion zu steuern. Und um das Körperfett abzubauen, brauchen wir Energie. Eigentlich logisch wie ein Handwerker, der etwas abreißt, eine Mauer zum Beispiel. Da braucht er auch Energie, das wisst ihr auch, wenn ihr in den Garten geht oder wenn ihr Umzug macht, was ja jeder vielleicht mal hinter sich hat, Möbel schleppt, umräumt, dann merkt ihr, oh, irgendwann muss ich mal was essen. Ne? So. Also, und ähnlich ist es zum Körperfettabbau. Wir brauchen Energie und deswegen ist es aber sinnvoll, nicht Energie zu nehmen, die den Blutzucker zu stark ansteigen lässt, sondern dann ist immer sinnvoll, die Eiweißquelle einzubauen. Also, wer kann Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, Naturquark, Naturjoghurt geht natürlich. Ihr könnt natürlich auch die Ersatzprodukte nehmen. Wichtig ist die Eiweißquelle. Man kann sie selbstverständlich kombinieren mit Gemüse. Naturquark wäre ja Kräuterquark oder mit Obst zum Beispiel. Aber bei den Kohlenhydraten vorsichtiger sein. Ihr müsst sie nicht weglassen, aber die Menge ist entscheidend. Denkt ans Ernährungsmaß, Portionsmenge Handvoll, gekochte Ware, Kartoffel, Reis, Nudeln und 2 Hände voll mit Gemüse dazu. Das heißt, also, Essen einbauen. Zu der Mahlzeitenfolge hatte sie dann noch die Frage, 3 oder mehr. Also, wenn 3 Mahlzeiten nicht funktioniert haben, kann man gerne auf 4 oder 5 und auch, wer will, gerne eine Spitmahlzeit. Guckt immer, dass ihr erst die Eiweißquelle esst und dann alles andere. Gemüse wisst ihr wahrscheinlich, könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Tipp. Schreibt mir in die Kommentare. Ganz liebe Grüße. Habt einen schönen Tag.